Ich würde hier gerne eine Art Heatpipe 2.0 bauen. Anlass dazu ist, dass der HKL-Freak eine Lüftungsanlage bauen möchte, bei der eine passive Wärmerückgewinnung günstig wäre. Ich habe hier jetzt zwei Verdampfer aus Fensterklimaanlagen. Die sind baugleich und haben irgendwie zwei Kreise. Die Idee ist, dass sich die wie eine Heatpipe möglichst die Wärme untereinander austauschen, ohne dass eine Pumpe oder ein Kompressor oder sowas nötig ist. Gibt einiges, was mir dabei im Weg steht, aber ich möchte das jetzt mal so probieren, dass ich die Rohrleitungen verbinde, die unteren und also die beiden unteren und die beiden oberen, wo dann noch ein Serviceventil reinkommt, damit ich in das System eingreifen kann. Das Ganze soll zur Hälfte mit flüssigem Propan gefüllt sein und der Rest eben gasförmiges Propan. Wenn ich einen Wärmetauscher dabei aufheize, dann sollte das Propan im unteren Bereich verdampfen, der Druck im gesamten System steigen und dabei auch auf der anderen Seite im gasförmigen Propan anfangen zu kondensieren, wodurch dort die Temperatur steigt. Dabei ist es in diesem Fall besonders wichtig, dass ich beide Röhren verbinde, weil ich kein Kapillargeflecht wie normalen Heatpipes drin habe, das die Flüssigkeit überall hinziehen würde. Und somit durch die ganzen vielen Bögen wird die Flüssigkeit sich wahrscheinlich ständig in den Weg stellen. Ich teste mal, ob es so funktioniert, weil da sollte eigentlich oben sich das Gas austauschen können und unten die Flüssigkeit zurückfließen. Ja, jetzt verbinde ich das Ganze einfach mal. Ein Problem hierbei ist, dass ich zöllische Rohrmaße habe. Und also die Wärmetauscher haben zöllische Rohrmaße und ich habe nur metrische. Das heißt, da habe ich nichts, was passt. Das Einzige, was ich jetzt da versuchen kann, ist dieses 10er Rohr, was ein Stück zu dick ist, zu nehmen. Ich werde erst die Serviceventile einlöten, dass das kupferweich ist und dann mit einer solchen billigen Crimpzange für diese Kabelschuhe, die Presskabelschuhe, zu versuchen, die Röhren so weit zusammenzudrücken, dass es einigermaßen zu löten geht. Die beiden Wärmetauscher werden jetzt fertig verlötet. Ich habe da am unteren Kreis jetzt mal die Monteurhilfe an einem R410A-Kompressor aus einer mobilen Klimaanlage, wo statt dem ursprünglichen Esteröl jetzt Motoröl drin ist, zum Aufdrücken. Dann drehe ich mal hier das Ventil, also den Schrader raus, um danach kontrollieren zu können, wenn jetzt Druck verloren geht, ob das wirklich bei den Wärmetauschern oder aber in der Monteurhilfe irgendwo undicht ist. Ich habe jetzt, um das Messergebnis möglichst wenig zu verfälschen, den Druck wieder auf 15,4 bar ungefähr angehoben.
und drehe jetzt mal das Ventil rein. Drin. Und man hat gesehen, es hat sich einfach mal gar nichts verändert. Das ist gut, weil das bedeutet, dass zumindest der untere Kreis keine Leckagen hat. Jedenfalls keine größeren. Ja, jetzt wiederhole ich das Ganze noch mit dem oberen Kreis und dann kann man es eigentlich schon mit Propan befüllen. Gut, das Konstrukt ist jetzt fertig und jetzt habe ich mir erstmal überlegen müssen, wie schaffe ich es ziemlich genau zur Hälfte mit Propan zu füllen. Ich weiß nicht wirklich, wie viel ich reingefüllt habe, wenn ich das einfach so fülle. Es ist relativ schwer, das Volumen zu ermitteln, aber ich habe diesen Kaltwassersatz, der früher mal meine Klimaanlage war. Wie man sieht, den habe ich mit einem stärkeren Kompressor ausgestattet, das auch kein Tiefkühlerkompressor mehr ist. Ja, der läuft jetzt da als Kaltwassersatz und kühlt mir dieses Becken Wasser runter. Das hat jetzt noch Raumtemperatur. Dann werden die Kreise nochmals evakuiert und dann einfach ans Gasvolumen von der Propanflasche angeschlossen, wodurch der untere Wärmetauscher, der gekühlt wird, vollständig mit Flüssigkeit gefüllt wird, während der obere vollständig mit Gas gefüllt ist. Auf die Weise bekomme ich das Ding halb voll. Gut. Der untere Kreis hängt jetzt an der Vakuumpumpe. Hier läuft auch die Pumpe, die das Wasser umwälzt, also durch den Kaltwassersatz durchzieht. Beim Kaltwassersatz habe ich jetzt da wieder diese 5 Thermometer, Heißgas, dann kondensiertes Kältemittel, Einspritzleitung, Saugleitung und Luftaustritt beim Kondensator. Dann starte ich mal den Kaltwassersatz. Das Ganze läuft jetzt seit knapp 10 Minuten. Das Wasser ist auf 7,6 Grad, allerdings ist das in der Nähe vom Austritt gemessen. Wärmebildkamera sagt 8,7 Grad. Auf der Seite, wo das Kaltwassersatz ansaugt, ist es noch ein bisschen wärmer. Der umgebaute Kaltwassersatz, ja, man sieht, der Kompressor wird ziemlich warm. Typischer Rollkolben, der das Heißgas außen hat. Der Kondensator wird logischerweise warm. Und ja, Sammler und Trockner werden warm. So, noch entlüften. Und dann kann ich das Ganze mit Propan füllen. Könnte sein, dass man jetzt da auch sieht, dass das Wasser, ja, dass das Wasser wärmer wird, weil da jetzt doch einiges an Wärmeenergie drin freigesetzt wird durch das kondensierende Propan. Ja, das zischt jetzt da mal gemütlich rein. Jetzt heißt es abwarten, bis das Propan aufhört zu zischen. Dann kann man davon ausgehen, dass der untere Wärmetauscher voll mit Flüssigkeit ist, während der obere weiterhin voll mit Gas ist. Dann kann ich das Ganze auf der anderen Seite auch noch wiederholen, im anderen Wärmetauscher. Zwischenzeitlich werde ich wahrscheinlich den Kaltwassersatz wieder einschalten müssen. Man sieht, wie viel Wärme da freigesetzt wird. Die Wärmekapazität von Wasser ist beeindruckend hoch und ich habe jetzt da mal 0,3 Grad Erwärmung bekommen. Ja. Ich habe die Wärmetauscher jetzt wieder aus dem Wasser geholt
Und wenn man auf der Wärmebildkamera schaut, dann kann man erkennen, dass die jetzt beide kühl sind, obwohl der obere die ganze Zeit in der Raumluft war. Der im Wasser war, ist tatsächlich noch ein Stück kühler. Und wenn man, das sieht man jetzt auf der Kamera schlecht, wenn man auf der Wärmebildkamera genau schaut, sieht man, dass jeweils die untere Hälfte von einem Kreis kühler ist als die obere Hälfte. Ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Es scheint auf den ersten Blick mal zu funktionieren. Ich werde jetzt den einen Wärmetauscher mal aufheizen und schauen, was der andere macht. So, um den da jetzt aufzuheizen, habe ich hier mal ganz rabiat ein fettes Radialgebläse genommen und steuere das gerade mit knapp 40 Volt an und heiz da einfach mal mit dem Brenner rein. Das wird da gar nicht mal besonders warm, weil der Luftstrom stark genug ist und auf der Seite kommt halt jetzt lauwarme Luft raus. Ich könnte die Flamme noch ein bisschen stärker drehen. So. Dann schauen wir uns mal an, was die Wärmebildkamera dazu sagt. Und wie erwartet, der eine Wärmetauscher wird warm, vor allem die obere Hälfte, weil ich auf der oberen Hälfte die Flamme reinblas. Und die anderen beiden Wärmetauscher, bei denen wird die obere Hälfte warm. Dort, wo es kondensiert. Die untere Hälfte, wo die Flüssigkeit einfach drin liegt, die reagiert natürlich viel träger. Die kann nicht so einfach mit aufgeheizt werden, weil dazu müsste erstmal die komplette Flüssigkeit durchfließen. Aber die Hälfte vom Wärmetauscher funktioniert tatsächlich wie erwartet. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Art Heatpipe-Wärmetauscher. Ich hoffe, dieses Projekt fandet ihr interessant. Ich bedanke mich fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.